In diesem Videoclip sehen Sie, wie die Pushtan der DKB funktioniert, indem ich Sie mit auf eine Testüberweisung nehme. Das Online-Überweisungsformular ist bereits ausgefüllt. Sie scrollen nach unten, klicken dann auf Weiter und können schon mal das Smartphone in die Hand nehmen. Sie haben es vielleicht im Hintergrund gehört, das Geräusch von der App, da ist das, was passiert, da ist was angekommen. Okay, die App wird geöffnet und die App-Wort ist passwortgeschützt. Leider auch mit einem sehr komplizierten Passwort. Es hat mindestens 8 Zeichen und hat natürlich Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen drin. Jetzt muss ich mal Pause machen beim Quatschen, sonst vertippe ich mich. So, wenn Sie die 8 Zeichen, können natürlich gerne auch mehr nehmen, eingegeben haben, dann auf Anmelden. Und hier kann man nochmal die Überweisungsdaten überprüfen. So stellen sich auch die Sicherheitsexperten das vor, dass man den Betrag und dann hier auch die letzten Zahlen von der IBAN, also quasi die deutsche nationale Kontonummer, nochmal überprüft. Und wenn das übereinstimmt, dann gibt es hier unten den Button TAN anzeigen. Und Sie hören ein erstmal vielleicht etwas seltsam wirkendes Geräusch. Und diese TAN wird dann per Tastatur eingegeben. Falls Sie vom Smartphone aus das Banking betreiben, natürlich dann von der App wechseln in die Banking-App und dort eingeben. Dann klicken auf Auftrag absenden. Ja, das war die Überweisung. Die ist jetzt erfolgreich bestätigt und ausgeführt worden. Werfen wir ruhig nochmal einen Blick auf die App. Moment, nochmal öffnen. Da ist sie. Hier haben wir dieses Einstellungssymbol und da kann man das Passwort ändern. Okay, was Sie eben gehört haben, diesen Ton, wenn die TAN freigegeben wird, kann man natürlich auch ausschalten. Beziehungsweise auch hier der Benachrichtigungston, der könnte an oder aus, das ist eigentlich ganz nett. Und ja, so funktioniert die Pushtan-App. Dieser Clip entstand aufgrund einer Leseranfrage. Wenn Sie auch Fragen zur optimalen Nutzung vom DKB-Konto haben, bitte schauen Sie auf unser Webportal www.deutscheskonto.org. Org schreibt sich O-R-G. Möglicherweise liegt die Antwort für Ihre Frage schon vor. Wenn nicht, scheuen Sie sich nicht, über das Kommentarfeld uns Ihre Frage zu posten. Vielen Dank.